Kommt dir der Hirschfänger nicht bekannt vor? Ja, das ist meiner. Den habe ich schon seit heute Morgen vermisst. Und den habe ich irgendwo verloren. Ha, ausgerechnet in mein Revier. Ab jetzt heißt's aufpassen, wenn der Lechner ins Revier geht. Als ich den Lechner an die Geschichte vom Moosrenner damals erinnert habe, ist gerade Maria dazugekommen. Die hört dem jungen Moosrenner eine Schwertstange. Aber der Lechner weiß seine Tochter wahrscheinlich auch nicht alles. Ah ja, wird schon noch sehen. Ausgerechnet der Hungerleider. Franz, räum der Zeug weg. Unsere zwei Weiber kommen. Was? Ihr seid aber schon zeitig dran, heute. Ja, der Dachselwanger hat ihn sein Stück mitgenommen. Ja, wo ist denn der Franz? Der Franz? Oh, da wird er sein. Meint, habe ich dir gefragt, dass bei uns seit neuestem wieder gewildert wird. Wissen die zwar da nichts davon? Wir zwei? Ja. Wissen nichts davon. Keine Ahnung. Dem Hungerleiter zeige ich, wer der Stärkere ist. So wahr ich der Franz bin. Was bin? Wenn er mit ihm sich in eine anständige Jägersfamilie einschleichen will. Verstehst du mich? Und jetzt verschwind! Franz, hör auf und setz dich auf den Platz, du hast ja eh schon einen Rausch. Was sagst du, Wüthi? Ha? Ja jetzt, was du dir durch die Heimlichkeiten die Eindruck hast, das soll ich jetzt ausleben. Das ist ja auf dem Platz. Franz, eins sage ich dir. Du kannst von mir aus Geld haben, so viel du magst. Mich interessiert doch nicht, mit dem du gut Freund bist. Aber mein Bum lässt ihn ruhig. Dem ihn anlangst, dann schlage das Kreuze. Das verspreche ich dir. Und es gibt für alle daheim. Schluss jetzt, Franz. Komm, setz dich jetzt auf den Platz. Musiker, spielt's auf! Thomas, das tut mir furchtbar leid, dass das alles passiert ist, wirklich. So, warum spinnt dann der Franz da auf dich, ha? Weißt du, Maria, wenn das so ist, hättest du mir nicht fragen brauchen, ob ich heute Abend zum Tanzen komme. Und dem Lechner, seine Tochter, die schlagt dir aus dem Kopf. Hast du gehört, was der Franz gesagt hat? An Wildtieb, gerade der muss das sagen. Und dem Lechner sein Jagdherr, wo es ohne von jeder kommt, wo der Lechner schießt. Und dir vielleicht der Franz dann irgendwann verkauft auch einer. Huschel, sei doch ruhig, wenn uns jemand hört. Komm, jetzt gehen wir. Ach, das dürfen Sie doch hören. Ich fürchte mich nicht. Maria. Maria. Thomas. Maria. Bin ich jetzt erschrocken. Stass mich mal, ja? Auf einmal, ja, das schlafe ich schon lange. Ja, hast doch gehört gestern. Wildtieb hat er gesagt zu dir. Und wisst schon wieder, was der Guschel wieder will am Tor. Fangen der das auch schon wieder an? Ja. So. Ja, da ist gut. Neue Kleider tragen, he? Ja. Aber wenn Gott seine Schöpfung den Menschen anvertraut, so will er sie doch den guten Händen des Menschen anvertrauen und nicht diesen zerstörerischen, räuberischen und sinnlos ausrottenden Händen. Du, Gustl, jetzt muss ich noch etwas fragen. Ja? Ist in der Geschichte etwas Wahres dran, was man da im Dorf erzählt? Bei uns soll ja wiederholt gewildert worden sein.
Thomas! Du bist nicht rein zum Essen. Heute gibt's was Gutes. Ja, was ist denn was Gutes? Gewildertes Fleisch. Gewildertes Fleisch ist ich nicht. Was hast du gesagt? Gewildertes Fleisch? So was sagt mein eigener Bub zu mir. Du, Papa. Ja, Spitzbub? Bist du ein Wilderer? Was hast du gesagt? Ja, wer sagt denn sowas? Mann mit dem Bart. Der Mann mit dem Bart. Der Mann mit dem Bart? So, jetzt hessen dir schon mit meinem Buben auf. Das sollen sie aber biesen. Jetzt langt's mir aber. Wo ist denn dein Vater hingegangen? Warum willst du das wissen? Wenn mein Vater deinem Vater nachgeht, er meint, dass er was vorhat. Na ja, da muss ich sofort meinen Vater nach, Maria, sonst gibt's ein Unglück. Na und ich? Du bleibst da. Was ist denn los, Bub? Was will die Maria da rauf bei uns? Da lächeln jetzt mit dem Vater her. Ich muss sofort den Vater warnen, bevor es spät ist. Um Gottes Willen, ich hab's doch geahnt, dass das nicht gut geht. Halt Moos, Rainer. Was machst du in meinem Revier? Was hast denn du in deinem Rucksack drin? Ha? Das geht doch dir und Dreck an. Moos, Rainer, bleib still, bist du wieder reiferdächtig oder schießt. Vater! Ja, Bub, was tust denn du da? Oh, schau hin. Wo der alt ist, kann nicht der Junge weit sein. Gell, da schaust du, Moos, Rainer. Hilfe! Maria! Lechner, da komm runter. Wir müssen der Tochter helfen. Die ist ja viel wichtiger. Sein müssen. Vater, ich wollte doch bloß nach. Ja, du weißt ja, wie gefährlich unsere Berge herab sind. Wenn der Moosrainer nicht gewesen wäre, Vater. Ja, das war doch ein Schuss. Und wir zwei Lechner. Wir gehen den Burschen nach. Wo ist denn der Narisch wohn? Schau, jetzt geht der dann auf.
komm. Gottes Willen. Moosrainer, komm. Mein Gott, das ist ja der Franz.